Sie hält gar nichts von der Quote. Diskriminierend sei sie. Frauenquoten werten Frauen grundsätzlich ab. Und so wie wir es jetzt beschlossen haben, wenn man nicht ein Drittel Frauen auf den Kandidatenlisten künftig bei Gemeinderatswahlen findet, muss man das überrepräsentierte Geschlecht, in dem Fall wären es die Männer, herunterstreichen. Und das hat mit Demokratie und auch mit Freiheit absolut nichts zu tun. Quotenfrauen und Zwang ändern nicht den Blickwinkel in der Politik. Seit ich hier bin im Jahr 2003, wurden Frauen immer weniger. Wenn ich Frauen beknien muss, die nicht überzeugt sind, die keine politische Tätigkeit in dem Sinn machen wollen, dann wird sich das negativ auf die gesamte Liste, aber auch auf die politische Arbeit auswirken.